Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Blob. Ich nutze mal wieder die Timer-Funktion, die ich ja auch schon bei Assassin's Creed inzwischen nutze. Und würde sagen, wir setzen mal fort. Oh, kurzer Rutscher. Ich sollte vielleicht aber das Steam-Overlay auch etwas durchsichtig mir einblenden. Ich habe übrigens inzwischen mal ein wenig, ja, sag ich mal so hier schon mal gemacht. Ja, schon etwas mehr eingefärbt, eventuell etwas mehr eingefärbt als vorher. Und ja, dann werde ich auch gerade mal weitermachen. Oh, Gottes Willen. Es ist ein bisschen, ja, anstrengend, muss ich sagen, weil es so lieblich ist, die Farbkugel, da dann im richtigen Winkel irgendwo ranzukommen, wo man dann ran möchte, wie ich meine. Aber eigentlich steht fest, ich schaffe das auf jeden Fall in den nächsten paar Minuten, weil sonst wäre ein bisschen unpraktisch. Würde mich doch versuchen, 100% zu erreichen. Was tatsächlich etwas schwierig sein dürfte. Anhand der etwas, ja, ich sag mal, wackeligen Stimmung, die ich hier im Dach noch jetzt habe, also gefühlt mir sich schon.
festhalten, dass es einfach wirklich ein Unding ist, wenn man hier von einer Wand zur nächsten geschleudert wird manchmal, obwohl man da ja manchmal nicht wirklich viel kann. Die Farbe von Kaffee. Deshalb alle braun. Und ja. Okay. Es war nur ein Gebäude. Okay. So, jetzt mache ich noch die Außenspur. Ach ja, ich habe hier auch wieder ein paar Sachen oberhalb vergessen. Alles. Deswegen geht es weiter. Tor geöffnet. Genau. So. Das ist der Farbturm-Transmitter. Macht in unserem Hauptquartier. Farbhauptquartier. Wenn du Farbenergie gesammelt hast, du gedrückt und stammt. Ja, okay.
überhaupt alle Aufgaben da erledigt? Ich glaube, ne? Ja. Upsi, hat aber nochmal gedauert. Nicht mehr, nicht nachher das Vorgaben bin, ich hätte irgendwas übersehen. Ah, ne, seht ihr? Da ist noch einer. Die Phase war volle tödlicher Tinte. Ist voller tödlicher Tinte. Urlauber sind in ihr Apartments gefangen. Aber das Gebäude in diese Straße kriegen. Vorsicht, das ist eine. Ja, okay. Grün, gelb und blau, ne? Ging doch. So, dann würde ich sagen. Okay, 50 Punkte. So, jetzt haben wir das auch wieder geschafft. Ab zum nächsten Tor. Ach, und dann haben wir auch das quasi durch. Verstehe. Lasso Lob dort. Eingefärbt nur 98%? Und uns fehlen noch einige andere Sachen. Da haben wir mit alle 12. Vor allem haben wir... okay. Okay, Kunstfaller, was ist das? Wir haben ein isolierte Fischdorf gefunden, Blob. Es ist jetzt verlassen, aber wir konnten... okay, mit Pfeil vor und zurück konnte ich... oder mit dem Analogstick. Ja, gut. Hätte ich vielleicht beim ersten Level auch mal machen sollen schon. Okay. Okay, ich guck mal ganz kurz rein. Achso, das ist quasi eine Quest. Okay, nee, Senden. Ja. Story. Okay, und dann ist aber gespeichert. Okay. Funky und noch. Okay, hier ist jetzt noch nichts weiter freigeschaltet. Dann bleiben wir bei. Oh, warte mal. Achso, ja, gut. Gefällig bleibt ja immer. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Jedes Mal aufs Neue. Und dann muss ich es auch wirklich mit einmal schaffen. Okay.
Nee, dann mache ich das jetzt nicht. Dann, ja, gehe ich da quasi raus. Das ist natürlich ärgerlich, Leute. Also, ich dachte so, okay, ich kann vielleicht, ja, ne, ihr wisst schon, mit einmal das abschließen. Aber nee, ich muss das dann wirklich auch aktiv einmal spielen. Oh, war das wild. Okay, die 100% werden interessant. Ich glaube, ich streiche das wieder mal. Ich werde es wahrscheinlich für mich selber irgendwann mal erledigen. Aber jetzt erstmal hier. Machen wir das hier. Ich glaube, deine Aufgabe besteht darin, so viele Gebäude wie möglich zu verirben. Mischfarben, um die Sekunden. Der Farben können. Cool, okay. Aber ich mach jetzt mal alle gelb. Ab die Grün bitte herkommen. So. Hier ist, glaube ich, nichts irgendwie wirklich alles vorhanden. Deswegen einfach oder ob das einfach gedacht wird. Nee, gut, du hast alles gemacht. Okay, nee, ich glaube, das ist wirklich so, wenn du es einmal gemacht hast, hast du es durch. Das finde ich gut. Dann machen wir jetzt noch das letzte. Höhenangst. Ich habe einen inkfarbig ganz ohne Wachen gefunden. Achso, ich hab vergessen, mal das zu lesen. Sorry. Befreiungszahl. Okay. Okay, ich sehe jetzt schon, das wird jetzt. Ich sehe schon. Das wird jetzt schon wieder lustiger. Thank you.
ich es überhaupt geschafft habe. Sieht auch so aus. Okay. Sehr schön. Da haben wir zumindest das abgehakt. Aber das hier ärgert mich jetzt doch noch ein bisschen. Naja. Ich weiß nicht, wie viele Level es sind. Vielleicht mache ich es einfach und zeige euch dann, dass ich es quasi geschafft habe. Muss ich aber dann so über das Spiel hinweg entscheiden. Ganz ehrlich, es ist wirklich anstrengend, sich zu fokussieren und zeitgleich zu wissen, ob man das alles schafft. Das andere Problem ist, man hat ja wirklich nur eine graue Zeit, ne? Komm, ich mache jetzt einfach nochmal hier. Einfach mal auf Teufel komm raus hier einfach mal. Achso, was ich noch erwähnen wollte, ist natürlich nicht nur für PC oder sowas hin. Es ist nämlich ursprünglich für Konsole erschienen. Halt für PlayStation und so, die Xbox und Switch und noch einige andere Konsolen, möchte ich festhalten. Okay, ich werde jetzt versuchen, einfach mit der Zeit, die ich habe. Und natürlich weiteres. 5 von 85 Bäumen. Es könnte etwas lange dauern. Aber das ist jetzt nur so eine Vermutung. Und es ist auch wieder gegen meinen Plan, so zu sagen, ja, ich mache jetzt das, ja, nur ein Part, weil ich bin schon beim, ja, dritten Part so ungefähr. Ich muss auch alles einfärben, da hatte ich auch vorhin nicht alles, ne? Und da hat er dann herummosert von wegen einer Sache hat gefehlt oder so. Deswegen bin ich diesmal etwas gründlicher. Und werde anhand der Gründe versuchen, hier wirklich alles einzufärben. Was nur annähernd einfärbbar ist. Deswegen laufe ich ja auch gerade so ein Wirsch herum. Aber es schaut nicht so aus, dass hier zumindest vorerst erstmal alles eingefärbt ist. Na gut. Vielleicht piept der Steam-Timer. Also von daher kann man nicht wundern, wenn es gleich klingelt.
immer. So, die Fähigkeit. Alles einzufärben. Am einfachsten ist es, glaube ich, immer noch überall gehen zu wollen. 100% sicher zu sein, dass man alles eingefärbt hat am Ende. Recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Ich versuche übrigens noch mal ganz kurz weiterhin das hier voranzutreiben und würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, wir tun uns mal haut rein, habt eine schöne Woche, Tage, raus, haut rein und ciao, tschüss.